Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zur Might and Magic World of Scene. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir haben zwei Sachen zu tun. In den Tempel wollte ich gehen und ich wollte nochmal in die Stadt gehen und dafür müssen wir es in der Nacht sein. Jetzt haben wir Nacht, vielleicht Nein, wir schaffen es nicht mehr, in der Nacht dahin zu gehen. Ich habe eigentlich schon gedacht gehabt, vielleicht schaffen wir es noch für die Nacht, aber das, ja, das hat leider nicht mehr, hat leider nicht sein sollen. Dann probieren wir mal in diesen Tempel zu gehen. Und gehen in diesen, wie heißt's, in die Stadt ein anderes Mal. Ja, wenn wieder Nacht ist, gehen wir dahin. Und ich muss einfach mal drauf achten, ob das so funktioniert oder nicht funktioniert. So, kommen wir denn überhaupt rein? Ihr habt den wahren Stein. Ich öffne das Tor. Auf geht's. Okay. Da gibt's anscheinend auch zwei Ausgänge, weil oben haben wir ja auch noch einen. Wir brauchen auch Licht. Das darfst du mal machen. Okay, dann sollten wir uns doch einfach mal ein bisschen umschauen. Ein alter Jagdtempel. Da geht's weiter, da haben wir auch Gegner. In der Kiste ist nichts und in der? Da sind Skelette drin. Weg mit euch. Da geht's weiter. Bleiben aber doch erst einmal hier. Ah! Gut zu wissen. Hier sind Falldinger drin. Wir sollten... Was ist mit der Maus los? Irgendwie will die gerade nicht. Wir sollten den Schwebenspruch anwenden. Das hätte ich gleich machen sollen. Wäre vielleicht nicht verkehrt gewesen. Aber ich hab's vergessen, dass da ja in solchen Sachen hier auch was drin sein kann. So, okay. Gehen wir mal hier oben lang. Wo kommen wir denn hierher? Zu einem Magier. Und wenn ich schon sehe, dass hier wieder Elektrizität gezaubert wird, machen wir auch mal einen Schutz vor Elektrizität rein. Schadet in dem Fall ja nicht. Ich würde sagen, das war auch eine gute Entscheidung. Hier ist nichts. Hier haben wir eine Fläschchen. Du bist unser Dieb, richtig? Ja, genau. Nichts bekommen, oder wie? Schalter, wer will drehen? Aha. Hat sich jetzt irgendwie was getan? Ah ja, diese Wand hier ist dann zu. Okay, perfekt. Dann wissen wir, wozu dieses Teil hier da ist. Dann kommen wir hier nach oben. Das ist doch schon mal gar nicht mal so schlecht. Schauen wir mal, was dahinter ist. Skelette. Aber mit Skeletten wären wir ja fertig. So. Es kommt auch noch Feuer. Ja, das ist nicht gut. Laden. Das heißt, wir müssten auch noch gegen Feuer machen. Mhm. Schutz vor Elementen. Feuer sollte auch noch reinkommen. Elektrizität und Feuer, das ist ganz gut. Sollten wir eigentlich auch die anderen noch machen, nicht, dass da wieder was kommt, oder? Jetzt machen die auf jeden Fall nicht mehr viel Schaden. Der Tisch da vorne sieht ja interessant aus. Ja, nett. Ah.
sollten wir die anderen auch noch machen? Ach, was soll's. Wir machen auch noch so ein Ding rein. So. Speichern. Was haben wir da? Ich speichere lieber nochmal und dann schauen wir mal. Jagdteich, wer will baden? 25.000 Erfahrungen, dafür sterben wir. Okay. Ist das bei... Das ist zufällig, oder? Ah, nee. Das erste Mal kriegen wir Erfahrung, sterben aber. Andererseits... Ja. Wir sterben. Ich bin mir noch mal überlegen, ob wir genug Erfahrung... Ob wir einfach... brauchen wir vielleicht einfach... So, wenn wir jetzt da viel TP haben oder sterben. Nee, wir sterben so oder so. Ganz ehrlich, das ist es mir nicht wert. Nee, das ist es mir überhaupt nicht wert. Dann lassen wir das lieber sein. Was hat man da Nettes? Eine Münze. Megakredit des Königs. Nett. Was haben wir da für einen Tisch? Ich meine, wir haben doch auch irgendwas gehört gehabt. Megakredit des Königs. Was kann man damit machen? Wir haben ja auch irgendwas gehört gehabt von wegen Steuern und bla 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 in den Wolken in der letzten Folge, dass es hier was sein sollte. Alter, zerstör mal. 5000 Erfahrung. Ja, nicht schlecht. Noch ein Megakredit des Königs. Ah, sollen wir... Sollen wir die hier vielleicht mal öffnen? Uiuiui, eine Jackleiche. Ja, okay. Nett. Probieren wir mal was aus. Wir probieren den Segen mal aus. Der ist nämlich ganz gut. Der funktioniert, dieser Segenspruch funktioniert nämlich im Gegensatz zu MM3, also zu Magic 3, für die ganze Gruppe. Ah ja, das wird dann hier angezeigt. Das ist schon mal nicht so schlecht. Haben wir sonst noch irgendwie einen Zauber, wo uns helfen könnte? Heiliger Bonus. Ich muss mir mal aufschreiben, was die ganzen Zauber zu tun haben. Machen wir auch mal rein. So, speichern und jetzt probieren wir es nochmal aus. Mach mal wieder einen Blitz. Och. Mit Segen und allem sind wir fast tot. Ja, das sollten wir vielleicht tunlichst meiden. Da sollten wir vielleicht später nochmal wiederkommen, schätze ich mal. Also, das sollten wir uns notieren, dass hier ein Sarg ist, den wir noch nicht aufkriegen. Und der hier wahrscheinlich genauso. Elixier der Wiederherstellung. Mhm, nett. Dann sind wir hier auf jeden Fall mal fertig. Was haben wir denn hier? Da haben wir wieder was zum Drehen. Ist das genau dasselbe wieder wie hier? Nee, das ist wieder was anderes. Da haben wir auch was zu drehen. Hier haben wir was zu drehen. Ach du Scheiße, hier haben wir ziemlich viel zu drehen. Die Frage ist, wo geht es dann? Wo ändert sich dann irgendwas? Den Einschalter haben wir ja schon gesehen, wo sich was ändert, aber... Aber wo ändert sich sonst noch was? Ei!
Okay. Ein paar Leute schlafen. Nur einer ist wach. Kannst du die Leute wieder aufwecken? Erwachen, jawohl, das geht. Und du, achso, du bist bewusstlos. Klar. So. So, und da haben wir auch wieder einen Sarg. Den werden wir ja natürlich nicht öffnen. Das ist die Frage. Da unten ging es ja auch, da war auch nichts. Passiert da was, wenn wir hier den hier drehen? Ah, guck mal, jetzt ist das zu hier. Okay, dann wissen wir wenigstens, wo das war. Nee, da scheint es nicht weiter zu gehen. Da geht es auch nicht weiter. Und da ist auch nur noch das hier. Hm. Na gut. So, der ist auf jeden Fall gedreht. Der ist gedreht. Der ist nicht gedreht. Hatten wir den nicht gedreht? Oder ändert sich das jetzt hier irgendwie? Hat sich da jetzt was geändert? Ne, da ist weiterhin eine Sackgasse. Auch Sackgasse. Keine Ahnung. Und das ist ja der Anfang, richtig? Genau. Dann können wir hier noch weitergehen. Was soll man eigentlich hier machen, genau? Wir sollten irgendwas rausholen. Den Schädel nicht, das hier nicht, das war aus Flussstadt. Das Elixier der Erneuerung. Den haben wir aber noch nicht, oder? Elixier der Wiederherstellung. Ist das jetzt das Elixier, das wir brauchen dafür? Es könnte sein, dass das genau das ist, was wir brauchen. Muss nicht, aber es könnte. Ein Ring. Ringe sind doch toll. Ringe finde ich klasse. Jetzt nicht weiter. Ah, Moment. Können wir das Ding hier eintreten oder ist das wieder so ein Teil mit so einem Schalter, wo wir da umlegen müssen? Die Frage ist nur, welcher Schalter ist es dann? Ach, wir machen es einfach so. Wir machen es doch einfach so. Und den Altar können wir wahrscheinlich wieder zerstören, oder? Sehr schön. Und da unten ist auch wieder was. Also da unten sehen wir was. Ach, aber wir können ja auch nach Süden gehen. Das passt schon. Dann sind wir hier erstmal fertig. Da geht's raus. Dann können wir aber hier auch nach Süden gehen. Lichtspruch. Du kannst den Spruch nicht lernen. Du lernst den Lichtspruch. Du lernst den Lichtspruch. Das ist ja schön. Das ist ja schön, dass das nicht nur für einen ist, sondern dass man es für alle nehmen kann, wenn da ein Buch ist, dass das nicht verschwindet. Das gefällt mir ziemlich gut. Das heißt, alle können jetzt Licht, also zumindest die, die das können. Da ist auf jeden Fall ein Teil, wo wir machen können.
Ja. Keine Ahnung, für was der hier war. Vielleicht war das der für den oben hier. Keine Ahnung. So, speichern. Erstmal kurz heilen, damit du auch XP bekommst. Andererseits bringt das anscheinend... Ja, wir haben nicht mehr genug Teil. Dann solltest... Ach genau, du kannst ja auch noch Wunden heilen. Dann solltest du das nochmal auf ihn zaubern. Auf sie meine ich natürlich. So. Alter, zerstör den mal. Ein Trank, sehr schön. Ein Funkenspruch. Du kannst den Spruch nicht lernen. Du lernst den aber. Du kannst ihn auch nicht lernen. Du lernst den. Und du lernst den. Sehr schön. Da haben wir weiter auch noch einen Spruch. Säurespruch. Mhm. Du kannst natürlich nicht lernen. So. Sehr schön. Dann sind wir hier auch fertig. Ja, es wird doch immer besser. Allerdings müssen wir irgendwann mal wiederkommen. Schweben wir eigentlich noch? Ja, wir schweben noch. Irgendwann müssen wir auch wiederkommen. Da waren wir schon. Da waren wir noch nicht. Um die ganzen Sarkophage noch zu öffnen. Dann drehen wir den mal und hier. Ah, hier geht's nicht auf. Hier geht's nicht weiter. Mit dem kriegen wir es nicht auf. Also, da scheint es auf jeden Fall weiter zu gehen, habe ich jedenfalls den Eindruck. Genau, und den müssen wir wahrscheinlich auch nochmal drehen. Doch nicht. Okay, und ich hätte es gedacht, da kommen wir einfach so weiter. Jetzt geht's doch weiter? Sehr seltsam. Sehr, sehr seltsam. Ich sollte vielleicht nicht mit Magier die ganze mit unserem Dieb die ganze Zeit die Türen öffnen. Wobei, der ist halt. Der Dieb ist halt dafür eigentlich geeignet, diese ganzen Türen zu öffnen. Wo ist eigentlich die ganze Musik hin? Ein Stab und Gift, wie es aussieht. Noch ein Megakredit. Lasst mich raten, dieses Teil bringt einen wieder um. Nee. 5 Persönlichkeit dauerhaft. Aha. Okay, das ist ein bisschen seltsam. Persönlichkeit ist für unseren Kleriker gut. Ah, verdammt. Aber anscheinend kann unser Kleriker das nicht machen. Ah. Nee. Irgendwie kann unser Kleriker das nicht machen. Er macht nur Persönlichkeit zu den Leuten, die es nicht brauchen. Ah.
Aber zu den persönlich, denen, wo wir das nicht brauchen, macht das nur krank. Dann ist das eigentlich auch wieder ziemlich überflüssig. Was mir aber noch einfällt, wir haben auch den anderen Ausgang noch gar nicht gefunden. Oder sind es zwei Jagdtempel, die gar nichts miteinander zu tun haben? Das ist auch möglich. Ja, jetzt geht's auf jeden Fall hier hoch. Und noch darüber. Ja, und dann schauen wir mal. Wenn wir da den Ausgang nicht finden zum anderen, können wir auch noch diesen anderen Jagdtempel anschauen. Und was ich mich frage ist, Elixier der Wiederherstellung, ist das genau das, was wir hier brauchen? Gute Frage. Elixier der Erneuerung heißt es eigentlich hier. Naja, ich mach mal Schluss. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.